Listen to me now. Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz mit Wissenschaftsminister Heinz Fassmann und den beiden Gründern und wissenschaftlichen Leitern vom SORA-Institut, Günter Ogris und Christoph Hofinger. Bitte, Herr Minister. Ja, meine Damen und Herren, vor rund 3 Wochen hat mir mein Kollege Erich Neuwirth, Professor für Statistik und Informatik, eine Mail geschrieben und darin vorgeschlagen, anhand einer echten Zufallsstichprobe aus der Bevölkerung die Dunkelziffer der Corona-Infektionen zu bestimmen. Uns war beiden klar, dass die Auswahl der bisher durchgeführten Tests medizinischen, aber keinen statistischen Kriterien folgt. Jemand muss eben eindeutige Krankheitssymptome aufweisen oder in den Risikogebieten gewesen sein, um getestet zu werden. Wer vielleicht eine Infektion hat, die asymptomatisch verläuft, wird nicht getestet, obwohl es sich hier um einen Covid-19-Fall handelt. Dazu kommt klarerweise auch der Effekt der Anzahl der Tests selbst. Wer wenig testet, wird wenig Infizierte aufweisen. Wer viel testet, deutlich mehr. Einige Staaten gehen ja bekanntlich den Weg der geringen Testung und haben nicht weiter überraschend auch wenig Infizierte ausgewiesen. Aber auch Staaten wie Südkorea, welches sehr viele Tests durchführt, wählt die getesteten Personen nicht nach dem Zufallsprinzip aus, sondern auf Basis von Fremd- und Selbstrekrutierung. Damit entsteht klarerweise auch wieder ein Effekt in die eine oder andere Richtung. Der Bundesregierung wurde ebenfalls vor rund 3 Wochen von den renommierten Mathematikern um Schachermeier und Beigelböck ein Papier vorgelegt, welches mit einem alarmierenden Satz eingeleitet wurde. Ich zitiere: Wenn es nicht gelingt, den Faktor R0 unter den Wert 1 zu drücken, sind in Österreich Zehntausende zusätzliche Tote und ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu erwarten. Uns war klar in der Bundesregierung, dass Handlungen rechtzeitig gesetzt werden müssen, über die ich jetzt aber nicht weiter berichten muss. Uns war aber ebenso klar, dass die Datenbasis verbessert werden muss, damit wir wissen, wo wir uns epidemiologisch eigentlich befinden. Als Forschungsminister habe ich in Abstimmung mit dem Gesundheitsminister Schritte zur Durchführung einer Prävalenzstudie ergriffen. Ich bin sehr froh, dass wir heute, nicht einmal 14 Tage nach Beauftragung von SORA, das Ergebnis präsentieren können. Österreich ist damit das erste Land Kontinentaleuropas, um nicht zu großspurig zu sein, welches eine Prävalenzstudie über das Ausmaß an Covid-19-Infektionen vorlegen kann. In Deutschland wird derzeit eine regionale Studie im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen durchgeführt, um dort den Immun- und Infektionsstatus bei einer Stichprobe von 1000 Personen zu bestimmen. Heinsberg ist ja bekannt geworden. Aufgrund des Karnevals in Nordrhein-Westfalen hat sich dort sehr viel an Infektionen eingestellt und ausgebreitet. Ähnliches hat man auch in Island, in der Stadtregion Reykjavik, getan. Im italienischen Ort Foo und auch auf einem Kreuzfahrtschiff hat man eine Vollerhebung durchgeführt. Aber natürlich ist eine volle Erhebung einer kleinen Entität, einer kleinen Stichprobe nicht übertragbar auf ein ganzes Land. Wir haben auch einen Rundbrief an die Forschungsminister der Europäischen Union gerichtet und gefragt, was geplant ist. Und die Antwort war, Estland, Finnland, Deutschland, Italien, Ungarn und viele andere Staaten auch planen eine ähnliche Studie wie die, die SORA durchgeführt hat. Österreich ist dabei Vorbild und Pionier. Das kann man durchaus auch mit einem gewissen Stolz sagen. Mein Dank gebührt daher, geht an Günter Ogris, Christoph Hofinger und dem gesamten SORA-Team. Mein Dank geht an Oswald Wagner von der MedUni, an Markus Müller, dem Rektor der MedUni, den vielen Beteiligten im Roten Kreuz und natürlich den Personen, die sich für diese Studie zur Verfügung gestellt haben. Ich denke, die Ergebnisse sind solide erarbeitet und zeigen viele interessante Ergebnisse. Eines möchte ich vielleicht vorwegnehmen, was mir wichtig ist. Bei den letztlich erfolgreich getesteten
Erfolgreich getestet heißt ja nur, der Test konnte durchgeführt werden. 1544 Personen beträgt die Prävalenz 0,32%, sind also Corona-positiv getestet. Umgelegt auf die Bevölkerung sind das ca. 30.000 Personen, und weil das eine Zufallsstichprobe war, können wir auch ein Konfidenzintervall angeben mit einer Unter- und einer Obergrenze. Was bedeutet das? Der wahre Wert der Infizierten liegt über dem Wert der offiziell Ausgewiesenen, und für den Studienzeitpunkt 6.4. waren das damals 8.500 ausgewiesene infizierte Personen in der Stichprobe. Zum gleichen Zeitpunkt waren das ca. 30.000. Wir dürfen uns also nicht selbst täuschen, der Eisberg ist doch größer als gedacht. Bezogen auf die Wohnbevölkerung liegt der Anteil noch immer deutlich unter 1%. Dieser niedrige Infektionsstatus verweist gleichzeitig auch auf einen niedrigen Immunisierungsstatus. Auch wenn wir den Immunisierungsstatus nicht direkt getestet haben, aber es geht sich anders auch nicht aus. Das heißt, auch wenn es nicht gelingt, die Neuinfektionen zu verhindern, sind wir wieder schnell bei einem exponentiellen Wachstum, und dieses exponentielle Wachstum wird nicht durch einen großen Anteil an Immunisierten in der Bevölkerung gebremst. Der Berg ist höher als gedacht, und wir sind definitiv noch nicht auf der sicheren Seite. Die derzeitige Prävalenz ist klarerweise eine Momentaufnahme, gilt im Wesentlichen für den 6.4. und vielleicht einen Tag vorher und einen Tag nachher. Wir müssen die Entwicklung weiter beobachten. Die Bestimmung des Infektionsstatus wird daher wiederholt. Die nächste und übernächste Welle übernimmt nach dieser Pionierarbeit von SORA das Bundesamt Statistik Austria. Statistik Austria kann für die Ziehung der Zufallsstichprobe auf das Melderegister zugreifen. Personen, die sich in der Stichprobe finden, das ist meine Ankündigung auch an jene, erhalten bis Ende der nächsten Woche ein Ankündigungsschreiben und werden ersucht, bis zum 19.04. einen Online-Fragebogen auszufüllen. Die Probeentnahmen durch das Österreichische Rote Kreuz erfolgt dann ab 21.04. bis zum 25.04. Ich sage das nur so detailliert, um das auch gleich hier populär zu machen. Die Probeentnahmen werden entweder zu Hause oder in sogenannten Drive-In-Stationen des Roten Kreuz durchgeführt. Ende April liegen somit die nächsten Prävalenzergebnisse vor. Ich danke auch im Voraus bereits all jenen, die mitmachen. Sie machen hier an einer ganz wichtigen Sache mit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Ogris, bitte. Ja, ich möchte mich zuerst bedanken beim Bundesminister Heinz Fassmann für den Auftrag und das Vertrauen, diese Pionierstudie durchzuführen. Beim Generalsekretär Martin Netzer für diese absolut professionelle und unkomplizierte Kooperation. Beim gesamten Forschungsteam von SORA, also bei Christoph Hofinger, Florian Oberhuber, David Braunecker, Winfried Moser und Martina Zandonella, die alle einen wichtigen Baustein für das gesamte Projekt beigetragen haben. Beim Institut für statistische Analysen Jaksch und Partner, vor allem bei Edith Jaksch, die unermüdlich telefoniert hat, um Einverständniserklärungen von in Summe 2.197 Menschen zu erreichen. Schließlich beim Roten Kreuz, bei allen Fahrern, bei allen Sanitätern, die mitgewirkt haben, die in ganz Österreich von den großen Siedlungen in den Städten bis in die kleinen Bergdörfer Nasen- und Mundrachenabstriche gemacht haben und dann die Unterlagen ins Labor und zu uns transportiert haben. Und bei Ossi Wagner und Dr. Strassl vom Labor der MedUni Wien, eine ausgesprochen reibungslose Zusammenarbeit, sehr professionell und gut gemacht, und vor allem diese Tafel Schokolade, die Sie mitgeschickt haben, haben uns im richtigen Zeitpunkt erreicht. Ich möchte mich bedanken bei Stefan Turner und Peter Klimek vom Complexity Science Hub der MedUni Wien für die Beratung in wichtigen statistischen Teilfragen. Diese repräsentative Studie, die in
Kontinentaleuropa die erste ist, ist eine großartige Teamleistung von ganz vielen Menschen, die mitgewirkt haben. Wir haben nicht festgestellt, wie viele Menschen immun sind. Wir haben keinen Antikörpertest gemacht, sondern nur festgestellt, wie viele Menschen in Österreich derzeit akut infiziert sind. Zum Ablauf der Studie, wir haben als Population definiert alle in Österreich lebende Menschen, von Geburt bis zum Tod. Die jüngste Person in der Studie ist 0 Jahre, die älteste Person 94. Ausgeschlossen haben wir nur die Menschen, die derzeit in einem Spital aufenthaltlich sind. Wir haben eine Stichprobe von Gemeinden gezogen, nämlich 250 Gemeinden und Wiener Bezirke. Das ist notwendig, um sozusagen das Ausmaß an Fahrten des Roten Kreuzes zu reduzieren. Also eine Geschichte nach Bundesland und Urbanität. Wir haben innerhalb dieser Gemeinden eine Zufallsauswahl von Haushalten getroffen und im Haushalt nach der Frage, wer das nächste Geburtstag hat, eine Zielperson ausgewählt. Weil ja in den Registern, die uns zur Verfügung stehen, das sind öffentliche Telefonregister, ja Kinder nicht enthalten sind. Und über diese Maßnahmen konnten wir auch Kinder in die Stichprobe bekommen. Wir haben die öffentlichen Telefonverzeichnisse verwendet und ergänzt um Zufallstelefonnummern, ebenfalls um die Reichweite sozusagen dieser der erreichbaren Menschen zu vergrößern. Wir haben vorab die Teilnahmebereitschaft erhoben, haben etwa 77% aller Kontaktierten haben ihre Einwilligung gegeben. Das ist für sozialwissenschaftliche Studien ein erfreulich hoher Wert. Wir haben mit 23% Verweigerern eine sehr niedrige Verweigerung für so eine Studie. Wir haben die Menschen bei der Frage nach der Einwilligung auch informiert, worum es geht, haben letztlich 2.197 Einverständniserklärungen bekommen. Das Rote Kreuz hat davon, von diesen fast 2.200, 1.544 Tests auch gemeinsam mit Erhebungsbögen im Zeitraum vom 1. bis 6.4. durchgeführt. Wir haben dann die Unterlagen, also die Teströhrchen sind ins Labor gekommen, die letzten am Dienstag in der Früh. Danach mussten die positiv Getesteten zuerst von den Behörden verständigt werden, bevor wir einen anonymisierten Datensatz erstellen konnten. Daher hat das alles ein bisschen länger gedauert, als wir üblicherweise bei einer Hochrechnung für den ORF brauchen. Das Einhalten von Datenschutzregeln von positiv Getesteten hat natürlich eine extrem hohe Priorität. Derzeit läuft eine telefonische Befragung unter den Getesteten, wo es um den Gesundheitszustand, also die Symptome, das Risikoverhalten und die soziale Lage geht. Und von all diesen erreichten bei den Personen, die wir nicht getestet haben, sondern nur befragt haben bei der Einverständniserklärung, waren 3 Leute Corona-positiv. Die haben wir in die Stichprobe mit aufgenommen, weil es systematische Ausfälle sind, die sonst die Prävalenzrechnung verfälschen würden. Sie sind ja üblicherweise gewohnt, dass wenn Christoph Hofinger Zahlen präsentiert, das alles extrem schnell geht. Dieses Mal war der Aufwand, so ein Projekt von null aus dem Boden zu stampfen, extrem hoch. Hochrechnungen machen wir seit 26 Jahren. Dieses Projekt haben wir diese Art von Projekten haben wir zum ersten Mal gemacht. Die Herausforderung, mit einer Nothilfeorganisation eine repräsentative Stichprobe und Testung zu organisieren, ist eine besondere organisatorische Herausforderung. All diese Schritte führen dazu, dass Ihnen jetzt Christoph Hofinger, der Hochrechner der Nation, die Zahlen präsentieren kann. Dankeschön.
Wenn ich die Fernbedienung haben dürfte, bitte. Dankeschön. Die Corona-Krise ist ein... Ich spring bis zu deiner Folie. Aber, ja, warte, genau da. Ist natürlich ein Ringen um Gesundheit, ein Ringen um Leben und Tod, um Zahlen, um verlässliche Zahlen. Also dieser Kampf um Gesundheit war immer auch weltweit ein Kampf, Bandbreiten einzuschränken, Zahlen, Parameter zu finden, wie Sterberate, wie viele Menschen sind symptomatisch, wie ist die Reproduktionszahl. Obwohl wir in einer Welt sind, in der es noch nie so viel wissenschaftliche Kompetenz gegeben hat und diese noch nie so vernetzt war, können wir beobachten, wie die gesamte globale Gemeinschaft versucht, hier Klarheit zu schaffen und Bandbreiten einzuschränken. Jede Studie hat daher nicht nur nationale Bedeutung, sondern darüber hinaus. Wir sind froh, dass wir hier einen Mosaikstein für dieses Mosaik, das sich die Welt gerade macht, bieten können. Danken auch dem Ministerium für das Vertrauen und die gute Kooperation und noch einmal an unsere Partner und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die hier teilweise sehr lange Tage hatten und alle ihr Bestes gegeben haben. Diese Studie hat gemacht, Günter Ogitz hat schon gesagt, was Anfang April möglich war. Manche haben gesagt, warum nicht viele, viele tausend Tests? Dann hätte das länger gedauert und wir hätten auch Tests aus einem System genommen, das ständig Tests braucht, auch in den Labors. Die 2000 waren der richtige Kompromiss von der Möglichkeit, diese Studie zu liefern. Den haben wir aus unserer Sicht richtig gewählt. Weniger wäre die Unsicherheit größer gewesen, mehr hätte es länger gedauert und wir hätten Testkapazitäten über Gebühr blockiert. Wir haben unsere Zeit gebraucht. Viele waren schon ungeduldig, das verstehe ich. Aber heute ist der erste Vormittag, an dem es uns als SOR-Institut überhaupt möglich ist, diese Zahlen und diese Schätzungen zu präsentieren. Noch einmal, die Zahl, die jetzt kommt, da geht es nicht um Immunisierung und Antikörper. Dazu wird es Studien geben, wie vom Minister angekündigt. Es geht um eine Periodenprävalenz. Es geht darum, wie viele Personen waren im Untersuchungszeitraum Anfang April akut infiziert, ausgenommen diejenigen Personen, die sich ohnehin in Spitälern befinden, aus welchem Grund auch immer. Die Details werden wir in einem Studienhandbuch veröffentlichen und wir freuen uns auf eine kritische und konstruktive Diskussion zu unseren Zahlen. Genau das ist es, was unsere Gesellschaft jetzt braucht, den Versuch, mehr Evidenz zu schaffen und einen konstruktiven und kritischen Diskurs darüber. Im Unterschied zu Wahlen, wo es dann ein Ergebnis gibt, werden wir nie genau evaluiert werden können. Niemand wird uns in Zukunft sagen können, in diesem Tag waren so und so viele akut infiziert, aber wir konnten und können es einschränken. Gut, ich habe Sie lange genug auf die Folter gespannt. Jetzt muss ich noch die Bedienung dieses Gerätes. Danke. Das ist die Schätzung der Covid-19-Prävalenz in Österreich, akut Infizierte im Zeitraum 1. bis 6. April. Der Schwerpunkt war 4. 5. April. Dann 6. April, wenige Tests, 1. 2. April. Es geht um die Gesamtbevölkerung außerhalb der Spitäler. Und aus dieser Studie leiten wir ab, dass in diesem Zeitraum 28.500 Personen in Österreich akut infiziert waren. Das ist der wahrscheinlichste Wert, der sich aus unserer Schätzung aus diesen Daten, die wir erhoben haben, ergeben. Wichtig ist, ein Konfidenzintervall anzugeben, und zwar in welchem Bereich mit 95%iger Sicherheit diese Schätzung liegt. Und dieses Intervall liegt zwischen 10.200 und 67.400. Diese Intervalle sind in sämtlichen Studien groß.
weil eben viele Unsicherheitsfaktoren hineinspielen. Aber es ist wichtig, diese Bandbreite an möglichen Ergebnissen mitzubedenken. Die Schätzung bleibt trotzdem 28.500 akut Infizierte im Zeitraum Anfang April. Sehen wir uns die Zahl noch in Prozenten an, in Prozent der Wohnbevölkerung, weil das natürlich auch ein wichtiger Indikator ist. Wir gehen aufgrund dieser Studie davon aus, dass im Zeitraum Anfang April 0,33% der Bevölkerung in Österreich akut infiziert war und wir auch hier eine Schwankungsbreite in Prozent angeben können, und zwar zwischen 0,12% und 0,76% der Wohnbevölkerung, wieder ausgenommen alle, die gerade stationär in Spitälern sind, also zwischen 12 und 76 Promille und die, also zwischen 1,2 und 7,6 Promille, also 0,33% oder 28.500 ist der Wert, der sich aus dieser Studie ableiten lässt. Ja, das waren die Zahlen und damit übergebe ich wieder an Sie zurück. Danke. Ja, herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Matthias Westhoff, bitte. An den Minister, Sie haben gesagt, der Berg ist größer als gedacht, aber was sind die politischen Folgen, die politischen Ableitungen, die Sie treffen aufgrund dieser Zahlen? Dass die Maßnahmen, die gesetzt worden sind, die richtigen sind, dass wir, wenn Sie so wollen, das Einhalten dieser Maßnahmen auch in den nächsten Wochen und Monaten brauchen. Wir monitoren den Prozess, das haben Sie von mir gehört. Wir werden so eine Prävalenzstudie in einer nächsten und übernächsten Welle auch durchführen. Und meine Hoffnung liegt darin, dass die Infektionszahlen nicht steigen, dass die Prävalenz nicht zunimmt. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann in der Lage sind, vielleicht auch den Immunisierungsgrad zu bestimmen, dass hier es zu einer verstärkten Immunisierung kommt. Das leite ich daraus ab. Ich sehe, von den 28.500, der wahrscheinlichste Wert für die Infizierten liegt eben doch deutlich über dem Wert der tatsächlich positiv Getesteten für diesen Zeitraum. Ja. Gibt es weitere Fragen? Abba, bitte. Könnten Sie uns bitte sagen, Herr Minister, wie hoch der Wert der tatsächlich Getesteten zu diesem Zeitpunkt war, die man behördlich bestätigt gehabt hat? Also jetzt habe ich Sie akustisch nicht ganz verstanden. Mich hätte interessiert, wie hoch war der Wert jener behördlich bestätigten Infizierten zum Zeitpunkt 6. April? Könnten Sie das vielleicht sagen? 8.500 war sozusagen der offizielle Wert der Zeitreihe, die ich dem ORF bei den Corona-Infektionen entnommen habe. Hätte ich noch eine ergänzende Frage von einem Genossenschafter, von unserem Kunden. Was ist der Grund, dass Sie auf die PCR-Tests zurückgegriffen haben und sind irgendwie Antikörpertests mit einem repräsentativen Sample in Zukunft auch geplant? Ich würde gerne auch in den nächsten Wellen Antikörpertests mitnehmen. Das Problem bei den Antikörpertests derzeit, so wie mir die Kollegen aus der Med-Uni sagen, ist, es kommen sehr viele derzeit auf den Markt, aber die Sensitivität und die Spezifität muss erst getestet werden, um zu sagen, welcher Test ist auch wie gut. Die nächste Schwierigkeit ist auch dann, wenn man das in eine größere Stichprobe einlagern möchte. Manche Tests brauchen Blut. Blut ist aber nur von qualifiziertem medizinischen Personal zu entnehmen. Andere Tests geben sich mit dem Kapillarblut zufrieden, welches man durch Fingerkuppenritzung erreichen kann. Das ist von Sanitätern auch durchführbar. Also auch das ist eine methodische Frage. Da sind wir noch nicht so weit, da ist die Forschung auch nicht so weit, uns hier eindeutige Empfehlungen zu geben.
Gibt es weitere Fragen? Ja, um nochmal auf die politischen Folgen eben dieser Testung jetzt zurückzukommen. Das heißt, Sie halten jetzt an dieser schrittweisen Wiederöffnung der Geschäfte nach Ostern fest? Ja, das ist ja, hatte die Regierungsspitze, glaube ich, diesen Montag auch so verlautbart. Aber wir müssen gleichzeitig auch monitoren, ob es nicht zu einer zweiten Welle kommt, ob die Zahl der Infizierten nicht wieder ansteigt. Das ist sozusagen die Aufgabe, auch die forschungsmäßig begleitende Aufgabe dieses Prozesses. Wir sind, glaube ich, noch immer in einer sehr, sehr sensiblen Situation. Und das zeigt auch diese Studie, Corona ist in der Gesellschaft. Hier gibt es noch eine Frage von Puls 4. Ja, guten Morgen. Kann man in etwa abschätzen, ob anhand dieser Zahlen jetzt die Gefahr einer zweiten oder dritten Welle größer ist oder kleiner oder irgendetwas? Also ich denke, ob eine zweite oder dritte Corona-Welle kommt, hängt nicht so sehr von diesen Zahlen hier ab, sondern von der internationalen Situation. Man muss weltweit Corona beobachten, weil es ist ja kein nationales Phänomen, sondern ein internationales Phänomen. Ich glaube, das hat mit dieser Studie kaum etwas zu tun. Oder um das vielleicht zu präzisieren, natürlich ist die, weil Sie sagen, es ist ein internationales Phänomen, das ist sicherlich im Auge zu behalten. Kommt es vielleicht auch sowas wie ein Reimport von Corona-Fällen? Das ist immer wieder auch zu berücksichtigen. Das ist auch eine der politischen Maßnahmen, die gesetzt wurden und werden müssen. Aber es kann natürlich auch sein, und das zeigen ja die Ergebnisse, wir haben eine erhebliche Zahl an Personen, die positiv auf einen Test ansprechen würden. Wir haben Corona-Infizierte. Und wenn die Maßnahmen, die Hygienemaßnahmen wie Distanz halten, Masken tragen, Hände waschen, die Maßnahmen, die beschlossen worden sind, nicht eingehalten werden, wenn es jetzt, und das ist auch ganz offen meine Befürchtung, wenn über Ostern sozusagen eine etablierte Form der sozialen Interaktion wieder stattfindet, dann kann es ohne weiteres sein, dass es auch aufgrund dieser 28.500 wieder zu einer neuen Zahl, zu einer vermehrten Zahl an Infizierten kommen. Und wenn man einmal bei einem exponentiellen Wachstum ist, dann ist dieses schwer aufhaltbar, erst wieder nur durch restriktive Maßnahmen, weil wir noch nicht auf einen Immunisierungsgrad in der Bevölkerung vertrauen können. Noch eine Frage vom Herrn Westhoff. Es geht ein bisschen in die Psychologie, aber wenn jetzt sozusagen die Menschen hören, es sind nur 0,3% der Bevölkerung infiziert, fürchten Sie dann nicht, dass der Gedanke ist, naja, warum haben wir das dann alles gemacht und sind diese strengen Maßnahmen notwendig, wenn das offenbar nicht so ansteckend ist? Also dass das den gegenteiligen Effekt hat, weil die Zahl so klein wirkt im Prozent. Ja, die Zahl ist klein, auch weil, glaube ich, die Maßnahmen gewirkt haben und weil die Bevölkerung wirklich ein unglaubliches Ausmaß an Disziplin gezeigt hat. Aber das ist die Krux des exponentiellen Wachstums. Wenn dieses wieder anspringt, dann sind wir sehr schnell bei großen Zahlen. Das kann jeder leicht mit einer Excel-Tabelle durchexerzieren, was es bedeutet, weiß nicht, wenn ich ein 20-prozentiges Wachstum habe und das 30 Tage lang wirke, wie groß dann die Zahl ist, die dann herauskommt. Also dahingehend ist auch die Bitte, die der Kanzler geäußert hat, und ich kann mich dieser Bitte auch nur anschließen, wir müssen dahingehend noch Disziplin und Regeln einhalten, auch in den nächsten Tagen und Wochen. Mhm. Frau Flore. Bisher war es ja so, dass bei den Corona-Infizierten bei vielen der Krankheitsverlauf sehr leicht war, dass sie gar keine Symptome haben. War das bei dieser getätigten Stichprobe in Relation auch ähnlich? Ich glaube, das wird eure Sonderauswertung werden, wie bei jenen, die ihr entdeckt habt, Krankheitsverläufe ausschauen werden.
Oder ja, bisher, ob sie Symptome haben? Ich glaube, dass wir dafür eine etwas größere Stichprobe von Erkrankten bräuchten, weil wir ja tatsächlich eine sehr niedrige Anzahl von Personen haben und es von dieser sehr, also von diesen 0,33% in unserer Stichprobe natürlich nicht viel aussagbar ist. Ja. Aber das ist... 0,33% nach einem schweren Fall gegeben oder waren die eher symptomfrei oder nur mit leichten Grippeerscheinungen, kann man das sagen? Wir wissen von drei Personen, die telefonisch gesagt haben, sie sind infiziert, sie sind positiv getestet, dass sie zumindest so mobil und aktiv waren, dass sie uns antworten konnten am Telefon. Wir haben von diesen Personen bis jetzt noch keine Symptomerhebung, die kommt aber und wir werden die Ergebnisse wahrscheinlich Ende nächster Woche präsentieren können. Allerdings ist das eine Aussage über eine extrem geringe Personengruppe und insofern macht das nicht viel Sinn. Ja. Aber darf ich noch ergänzen, also in dieser telefonischen Befragung, die vermutlich heute abgeschlossen und im Verlauf des April dann auch noch präsentiert wird, fragen wir, ob jemand sich getestet hat von zum vorigen Zeitpunkt, ob jemand aus anderen Gründen glaubt, infiziert gewesen zu sein, und sämtliche Personen werden nach durchgefragt eine Symptomliste. Und dadurch könnte, wenn auch auf nicht der gleichsicheren Basis wie ein Test, hier sich das Bild etwas schärfen. Das wissen wir im Verlauf des April. Ja. Ich habe noch eine kurze Frage anhand dieser Zahlen. Sie haben es ja gesagt, Abstand halten, Hände waschen und so weiter. Diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen soll man weiterhin einhalten. Kann man anhand dieser Zahlen und mit diesen Dunkelziffern ungefähr sagen, wie lange wir das noch machen werden müssen? Weil ich gehe mal an, alle Menschen warten schon darauf, dass sie vielleicht mal wieder ihre Eltern umarmen können oder sonst irgendetwas. Ist davon noch absolut abzuraten? Also ich verstehe den Wunsch, den Sie artikuliert haben. Mir geht es ja, als wenn Sie wollen, Familienvater auch nicht viel anders. Aber ich glaube, hier müssen wir noch diese Form von Regeln und Disziplin einhalten, bis die Neuinfektionszahlen auch tatsächlich dauerhaft und stabil sinken. Aus dieser Studie selber können wir hier über die Dynamik, über den zeitlichen Verlauf nichts ableiten, denn das ist eine Studie, die für einen Zeitpunkt Prävalenzen bestimmt hat. Aber ich habe angekündigt, es wird noch eine zweite und eine dritte Welle auf alle Fälle geben, um dann etwas über die Dynamik dieser Zahl von den 28.500, also den wahrscheinlichsten Wert der tatsächlich Infizierten in der Bevölkerung, aussagen zu können. Und Sie können sich es klarerweise ausrechnen. Ich hoffe, dass dieser Wert bei den nächsten Wellen nicht exorbitant steigen wird. Herr Meng. Werden die Fragen bei den kommenden Tests, also vom Bundesamt, gleich sein wie jene bei der Telefonbefragung? Also die Fragestellung. Ja, das sind ähnliche Fragen. Das sind auf der einen Seite demografische Fragen, Alter, Familienstand, höchste abgeschlossene Schulbildung, vermute ich. Herr Ogre, Sie korrigieren mich dann gleich, wenn Sie was anderes fragen. Fragen wahrscheinlich nach dem Gesundheitsstatus, wie fühlen Sie sich? Fragen vielleicht auch nach räumlicher Mobilität, wo waren Sie in der letzten Zeit? Das sind die Fragen, die ich vermute. Wo haben Sie Kontakt mit Menschen? Wie viele Kontakte mit Menschen in der Arbeit, in der Freizeit, beim Einkaufen? Wo wird diese Grenze von 1,5 Metern unterschritten? Solche Fragen sind im Fragebogen enthalten. Ja, Appa, bitte, ja. Ich hätte noch eine ergänzende Frage, nachdem Sie jetzt gesagt haben, dass dieses Ergebnis dieser Studie dazu angetan ist, dass man diese Sicherheitsvorkehrungen auf weitere Wochen und Monate auf jeden Fall aufrechterhält. Heißt das jetzt für den Sommer bezogen, also was jetzt den Tourismus betrifft, dass allfällige Reisende aus dem Ausland nur nach mit Gesundheitszeugnissen, wenn überhaupt, nach Österreich kommen dürfen? Und umgekehrt, würden Sie aus wissenschaftlicher oder medizinischer Sicht sich dafür aussprechen, dass auch Österreicher nicht ins Ausland fahren, um nicht den Virus wieder einzuschleppen? Und dann hätte ich gerne noch eine ergänzende Frage von der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die gerne zu diesen Antikörpertests noch wissen möchte, ob es ohne eine valide Aussage, was diese Antikörper betrifft, überhaupt etwa Auskunft über die Immunisierung geben kann. Also zur zweiten Frage, vollkommen richtig, wenn wir tatsächliche Aussagen über den Immunisierungsgrad in einer Population, in einer Bevölkerung treffen wollen, dann brauchen wir Antikörpertests. Ich habe jetzt hier nur abgeleitet, weil Covid-19 gleichsam ein relativ neues Phänomen ist, geht sich zeitlich noch nicht aus, dass wir einen hohen Immunisierungsgrad haben. Wenn Covid-19 ein Teil der Gesellschaft wäre schon in den letzten 2-3 Jahren, dann würde der Immunisierungsgrad klarerweise anders ausschauen. Aus dem Grund habe ich gesagt, aus dem Infektionsstatus jetzt kann man einen Rückschluss ziehen, aber es ist nur ein Rückschluss und keine empirisch evidenzunterlegte Aussage. Dahingehend hat die Kollegin von der Frankfurter Allgemeinen unzweifelhaft recht. Und zu Ihrer ersten Frage, das ist eine Studie, die uns sozusagen erstmalig belegt, wie ist der wahre, vermutete Wert der Infizierten in der Gesellschaft. Alles das, was Sie jetzt von mir antworten haben wollen, weitreichende Antworten, das kann ich auf Basis dieser Studie noch nicht ableiten. Da brauchen wir auch ein stärkeres Monitoring über den weiteren Ausbreitungsgrad oder hoffentlich Nicht-Ausbreitungsgrad und eben weitere Aussagen über den Immunisierungsgrad in der Bevölkerung.